Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier im Deep Talk in der Flaschenpost zum Update 0810. Das steht nämlich in den Startlöchern. Wargaming hat heute die Nachrichten dazu veröffentlicht. Und ja, Deep Talk ist sozusagen nicht so häufig alleine, sondern eher zu zweit. In der Vergangenheit war Uwe jetzt mit dabei, der kann heute nicht, aber ich habe mir natürlich Ersatz im Clan besorgt. Und zwar hat sich Snay bereit erklärt, hier mir ein bisschen unter die Arme zu greifen. Hallo Snay. Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ja, wir wollen hier mal gemeinsam das Update durchgehen. Ich bin gespannt, wie deine Meinung und deine, deine Feststellung so ist, was du so denkst zu dem neuen Update, was uns da erwartet. Schnell und entschlossen ist das Topic zu diesem Update. Und das Erste, was man sofort sagen kann, ist sicherlich, es kommen die neuen Kreuzer ins Spiel, ne Jens? Genau. Also das heißt, die italienischen Kreuzer der Forschungsbaum wird jetzt komplett freigegeben. Das heißt, man kann jetzt Tier 1 bis 4 und dann auch die Tier 9 und auch die Venezia als Tier 10 als Abschluss drin auch jetzt erlangen. Ja, hervorragend, genau. Hype, hype. Ja, da freue ich mich persönlich richtig drauf. Ihr wisst, dass ich Italiener-Fan bin. Und auch wenn sie jetzt so ein bisschen in Kritik stehen wegen diesen SAP-Granaten, die sind unspektakulär und so weiter. Ja, muss ich ein bisschen zugeben, ist auch so ein bisschen so. Manchmal fühlen sich die Gefechte so nutzlos an. So, man hat wenig Einfluss, weil man sich zurückhalten muss. Und naja, anderes du Thema. Du darfst ja auch nicht vergessen, mit dem Patch kommt ja jetzt auch noch das schöne Upgrade mit dem schönen italienischen Kapitän. Ja, genau. Da können wir nämlich jetzt direkt drauf hinzuschauen. Hier, der italienische Kapitän kommt ins Spiel. Und zwar Luigi Sansonetti. Hört sich an wie ein Pizzabäcker, sieht auch fast so aus, ist ja weiß angezogen, der Kerl. Aber er hat ganz tolle Fähigkeiten, die hatten wir euch in einem Ausblick-Video schon mal vorgestellt. Auch die letzte Änderung, die da jetzt durchgeführt wurde, nämlich das mit dem Unterstützer, dass ihr jetzt den Unterstützer bekommen müsst, statt den Großkaliber, um die Nachladezeit der Hauptgeschütze runtergeskillt zu bekommen. Das war eben vorher Großkaliber und ich glaube 5% war die Nachladebeschleunigung. Genau. Und jetzt ist es Unterstützer, dafür kriegt ihr aber 15%. Unterstützer droppt nämlich einen Ticken seltener als Großkaliber. Ja, das wollen sie jetzt hier, oder so ist er jetzt festgelegt worden. Genau. Ja, triumphale Ausbeute, verzweifelter Widerstand, das hat sich eigentlich nicht geändert, oder? Nee, das ist alles geblieben. Ja, also trotzdem halt schöne Bonus halt, ne? Ganz wichtig halt eine triumphale Ausbeute. Wenn man ein feindliches Schiff zerstört hat, dann ist ja auch so, das Ding hat bei den Italienern, was man merkt, oder die Reichweite ist nicht ganz so pralle, aber nur mal 8% erhöht. Mhm, allerdings nur einmal im Gefecht und der verzweifelte Widerstand ist, wenn man 100 Bänder mit der Treffer der Hauptbatterie betroffen oder erzielt hat, dann erhöht sich die Wirkungsdauer aller Verbrauchsmaterialien um 10%. Das heißt, zum Beispiel der Nebel nochmal 10% länger anhält. Auch dieses ist nur einmal im Gefecht aktivierbar, aber sind schon schöne Stats, die halt ein italienischer Kapitän auf den italienischen Schiffen halt sehr gut weiterhelfen werden. Genau. Und dann gibt es ja noch die verbesserten Fähigkeiten Ladeexperte, also schneller umladen von SAP auf AP. HE gibt es ja genau. bei dem nicht, also bei den Forschungsschiffen zumindest nicht. Wenn ihr den Kapitän natürlich auf den Premiumkreuzern, der Abruzzi zum Beispiel, einsetzt, da ladet er dann zwischen HE und AP um. Das sind ja ältere Schiffe. Und dann gibt es die Torpedobeschleunigung. Die sind dann 7 Knoten schneller, die Torpedos, und haben 20% weniger Reichweite dafür. Ja, weiß ich nicht, ob man Torpedobeschleunigung überhaupt auf italienischen Kreuzern skillt. Das müssen eher die Ausnahmebuilds sein, sage ich jetzt einfach mal. Oh, mit dem Kapitän kann es Sinn machen. Ja, aber der Schaden der Torpedos ist sehr gering. Also, ist meine Meinung. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie bekommt man diesen Kapitän denn? Ja. Ja, man muss eine Sammlung vervollständigen, und zwar die Sammlung der italienischen Marine. Und wie kriegt man das hin? Wir springen hier mal in einen anderen Reiter, weil das nämlich in dem Nachrichtenartikel gar nicht richtig erklärt wird, aber ihr hier natürlich die kompakte Format bekommt, wo ihr alles auf einmal findet. Und zwar muss man Direktiven erfüllen. Wenn man alle Direktiven erfüllt, dann kriegt man 6 Container. Man kann Container auch über mediterrane Marken holen oder eben durch die täglichen Lieferungen. Hier wollen wir uns die ganz kurz mal anschauen. Hier gibt es wieder 10 Tage. Ja, vom 14. bis 28. November ist die aktiviert. Ihr müsst euch 10 Mal eingeloggt haben, um alle Bonis mitzunehmen, und habt dafür 14 Tage lang Zeit, also könnt ihr 4 Tage auslassen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Da sind Container dabei, da sind mediterrane Token dabei, was jetzt die neue Währung in dem Update hier ist. Und dann gibt es wie immer hier die Standardcontainer. Da seht ihr ja gerade die Grafiken, was da dabei sein kann. Kohle, Credits, Kapitäns-EP, Free-EP, eine Tarnung der Italiener und ein Gegenstand für die Sammlung. Oder eben der Premium-Container, der dann
dasselbe enthält, bloß in höheren Wertigkeiten. Ne? Kohle, genau. Hier diese Sondertarnung hier oben. Naja, also ich denke, das ist, muss jeder für sich selber wissen, vielleicht Kohle mitzunehmen oder so, aber auf jeden Fall wird darüber die Sammlung vervollständigt. Das ist eigentlich das, was man damit sagen möchte. Und dann geht es hier oben, wie kriegt man diese mediterranen, oder was kriegt man für diese mediterranen Token denn eigentlich, Jens? Das kannst du vielleicht ganz kurz mal umreißen. Das kriegt man mit den mediterranen Währungen. Also das heißt, man kann sich dort auch wieder in einem Waffenkammer, kann man sich dort wieder Materialien kaufen, wie Premium-Tarnungen, Credit Points, Signalflaggen, genau. Und halt auch die normalen Container, wo man halt wieder Sammlungsgegenstände halt holen kann. So dass eigentlich dann jeder relativ schnell diesen Kapitän halt auch freischalten kann, also die Sammlung zu vervollständigen. Ja. Also von daher. Jetzt sind ja auch nur vier Reiter, vier Gegenstände, ne? Also genau. 16, und, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe. Und bei jedem Abschluss eines der einzelnen Abteilungen, also von den jeweiligen Marken, gibt es nochmal einen Premium-Tag oben drauf. Und halt als Hauptbelohnung den italienischen Pizza. Und den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und du sagtest gerade Premium-Tarnung, das ist hier diese italienische Tarnung mit gemeint. Jetzt nicht in dem Sinne Dublonen-Tarnung, genau, sondern hier die normale italienische. Die Regia Marina, die man jetzt auch diesen Patch auch schon kennt. Ne? Also. So ist es. Ja, das ist das, was man zu diesem Kapitän sagen kann. Wenn ihr dazu nochmal Details sehen wollt und so weiter, lege ich euch auf jeden Fall unser Video Ausblick ans Herz. Da haben wir nämlich darüber halt nochmal ausführlich berichtet. Gut. Dann gucken wir schon zu Angriff im Schmutz, würde ich sagen. Ne? Wir haben jetzt hier die ganze Sache schon ein bisschen komprimiert für euch. Angriff im Schmutz geht bis zum 27. November. Das ist dieses neue Event, wo ihr in der 3x3er-Divi sozusagen unterwegs seid. Erst gegen die KI kämpft und danach gegen Rasputin oder gegen andere menschliche Spieler, je nachdem, wie sich das Gefecht dann so anfühlt, sage ich jetzt einfach mal, ob man sich da einen Waffenstillstand vereinbart hat, um einfach nur den Schmutz mitzunehmen, oder ob man dann doch gegeneinander fightet. Naja, das war eigentlich ziemlich cool Anklang fand, ne? Mir hat es auch gefallen. Vor allen Dingen, es lohnt sich halt, ne? Also wenn man es halt auch wirklich aktiv macht, dann halt man halt schöne drei Premium-Tarnungen, die man sich auf irgendwelche Schiffe draufbauen kann. Also zumindest auf Tier 8, Tier 9 und Tier 10. Man kann da richtig ordentlich farmen, ob das Signalflaggen sind, ob das Credit Points sind, ob das Kohle ist. Also das geht ordentlich ab, das macht schon Spaß. Und man holt da echt ordentlich Ressourcen raus. Deshalb ist es schön, dass es halt bis zum 27. November noch offen bleibt. Genau, also bis zum 27. November könnt ihr dieses Event benutzen. Danach werden die Schiffe immer noch im Hafen sein. Die werden erst mit dem Update 0811 entfernt. Aber ihr könnt nach dem 27. November, also dann am 28. eben nicht mehr daran teilnehmen. Aber dafür gibt es ja dann ein neues Event, nämlich die gewerteten Gefechte. Und das ist ja so ein bisschen dein Metier, Jens. Und da gebe ich dir jetzt einfach mal ein Wort. Ja, diesmal wird es halt gewertete Gefechte geben im 8-gegen-8 Format auf Stufe 10. Und es ist maximal ein Flugzeugträger pro Team erlaubt. Und noch eine ganz Besonderheit, man kennt es ja halt, oftmals sind ja sehr viele Schlachtschiffe unterwegs. Da gibt es diesmal eine Begrenzung. Und zwar sind es maximal 3 Schlachtschiffe. Es kann unter gegebenen Voraussetzungen passieren, und zwar nur dann, wenn die Warteschleife länger als 4 Minuten und 10 Sekunden dauert, dass halt auch ein viertes Schlachtschiff dazu kommen kann. Von daher werden wir wahrscheinlich auch einen besseren Mix halt vom Matchmaking halt sehen. So dass die gewerteten Gefechte dort auch noch mal mehr Spaß machen können. Hust. Ja. Und das Event geht bis zum 23. Dezember. Genau, also bis direkt kurz vor Weihnachten könnt ihr daran teilnehmen. Hat Wargaming in dem Fall meiner Meinung nach ganz gut getimt, weil sie euch dann auch, ich sag mal, den Druck so ein bisschen nehmen, etwas tun zu müssen in gewerteten Gefechten, um weiterzukommen. Und ihr euch ab dem 24. voll auf eure Family zum Beispiel konzentrieren könnt, wo man ja, wo eine Menge Menschen zumindest die Zeit zur Weihnachtszeit verbringen, wenn nicht auf Arbeit oder so. Ne? Man darf nicht vergessen, 5.500 Stahl ist wieder die Belohnung, ne? Wenn man rein. So ist es einfach. Hier ist ja auch wieder der CV dabei, da gibt es auch gleich wieder noch ein bisschen was zu erzählen, da kommen wir im späteren Verlauf nochmal drauf zu. Ihr wisst ja, dass in der letzten gewerteten Season doch eher so ein Problem gab mit diesen, wo gesagt wurde, ja, wenn du CV fährst, dann wirst du sowieso immer Erster, ja, weil du als Letztes stirbst und noch am meisten Einfluss auf Gefecht hast. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen ändern. Wie gesagt, kommen wir gleich dazu. Also, okay, machen wir gleich. Ja, genau, machen wir gleich. ich muss ja das auch vernünftig eingeblendet haben hier sozusagen. Ja, klar, alles gut. Ne? Gut, dann Änderung an der Spielbalance.
italienische Kreuzer Tierstufe 3 bis Tierstufe 9. Da werden sich die SAP-Granaten ändern. Und genau, zwar, die Venezia hat ja schon einen verbesserten Winkel von den Abprallern, aber dann hat man es gemerkt, hat von wegen von der Tierstufe 5 bis 8, was ja zu spielen war, dass der Winkel nicht ganz so pralle ist und man erhöht ihn von 65 auf 70 Grad. Genau. So. Mach du weiter, dann. So hat man denn von 0 Grad quasi bis 70 Grad die Penetrationsabfrage. Von 70 bis 80 Grad ist die Chance auf Penetration da und von 80 bis 90 Grad kann keine Penetration stattfinden. Ne? Also genau. Da gibt es dann halt nur Abpraller. So funktioniert das. Bei der Venezia ist es von 75 bis 80 Grad, wo die Abprallerabfrage überhaupt nur kommt. Also da ist der Bereich nicht 10 Grad breit, sondern nur 5 Grad breit. Also das ist nochmal so der Hinweis, die Venezia ist die hat nicht nur mehr Geschütze, ja, sondern die hat auch nochmals verbesserte Abprallwinkel. Ja, genau. So also generell wird damit wohl wahrscheinlich zu erwarten sein, dass es halt auch ein bisschen mehr Spaß macht mit den Italienern, weil man sich ab und zu schon mal fragte, warum war das jetzt eine 10K-Schelle und jetzt war es nur eine 4K-Schelle. Es wird wahrscheinlich echt schon ein bisschen was bringen, auch wenn es sich jetzt nicht gerade hoch anhört, aber... Sind nur 5 Grad, aber manchmal sind die 5 Grad eben entscheidend. Ja? Genau, wir hatten ja mal auch eine Änderung, da wurde es ja wieder runtergenervt und jetzt wird es wieder hochgepackt. Also, haben sich die Daten angeguckt. Ja, oder auf die Spieler und Tester gehört. Könnte man ja auch sagen. Ja, und wenn sich das auch noch schön anfühlt, dann arbeiten wir so noch mit anderen visuellen und anderen Verbesserungen. Ne? So ist es. Und zwar geht es darum, dass HDR-Rendering weiter ins Spiel integriert wird. Ich weiß, für viele Spiele ist HDR schon Standard und schon lange dabei. Man muss ja aber eins sehen, das Spiel wird ja permanent weiterentwickelt. Und ein laufendes Spiel, was permanent visuell sich oder was sich permanent verändert von dem Update dahinter und so weiter, also von der Mechanik dahinter sozusagen, da dauert es einfach einen Ticken länger. Und man darf eins nicht vergessen, das hier soll die breite Masse der Spieler ansprechen. Und nicht überall sind die aktuellen PCs dabei. Das ist ja nicht so, dass ich in einen Kaufmarkt gehe und mir Spiel kaufe. Wenn ich mir das kaufe, dann habe ich diesen PC. Ja, aber wenn ich möglichst viele Spieler mitnehmen möchte, dann muss man halt auch ein bisschen warten, bis alle die Zielgruppe, die man sozusagen hat, auch diesen PC hat, um diese Sache vernünftig darzustellen. Ja, das wird ja wahrscheinlich, keine Ahnung, auch im Hintergrund 0,1% mehr CPU-Leistung fordern oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber deswegen ist die HDR-Technologie jetzt auch erst, ich sage jetzt einfach mal, verhältnismäßig spät in dieses Spiel gekommen, denke ich mir jetzt einfach mal. Es werden halt Karten geupdatet. Und zwar Salomon, Ring, Neuer Morgen, Gefahrenherd, Zwei Brüder, Splitter, Mündung, Zuflucht, Archipel und Land des Feuers. Und es werden zwei Häfen geupdatet, Ozean und St. Petersburg. Und auch dazu kann ich euch, wenn ihr jetzt schon einen Vorgeschmack haben wollt, und zwar mit Bewegtbildern, den Ausblick, den wir euch schon für den Kapitän verlinkt haben, der ist da nämlich auch mit dabei, dieses Video nochmal empfehlen, denn da gehen wir auf diese Häfen und auf die Karten, auf einen Teil der Karten auf jeden Fall drauf ein. Da gibt es dann auch ein paar Kameramoves sozusagen, wo ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, wie die Atmosphäre in den Karten dann in Zukunft sein wird. Das ist ja, welche Karten fehlen dann überhaupt noch? Ja, sind noch ein paar, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so aus dem Stegreif. Die wichtigsten Karten sind schon fast alle durch, ne? Ja, kann man so sagen. Waren ja schon mal 5 in dem Update 08. 8 war das, glaube ich. Ne? Genau, in 089 wurden keine Karten geändert. Aber in 08. Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Patches immer mehr Karten verändert werden. Also ja, davon kann man ausgehen. Das sieht schön aus. Ist ein permanenter Prozess auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir schon zu den visuellen Änderungen bei der Eastern Dragon und Southern Dragon und den Abschiffen. Denn da wird es jetzt dann optische Effekte geben, die sich geändert haben. Willst du dazu was sagen? Nee, das wollte ich mir fragen, das wollte ich mir von dir erklären lassen, weil ich habe die Schiffe nicht. Okay. Das Event ist mir halt auch nicht bekannt, aber... Okay, also es wird wie folgt sein. Zumindest so interpretiere ich diese Nachricht. Und zwar konnte man die Southern Dragon nur als separates Schiff bekommen. Viele von euch haben gesagt, ich konnte damals nicht mitmachen und so eine ganzen Geschichten, aber ich hörte diese Grafiken oder diese Erscheinungsbild ganz gerne. Und deswegen wird quasi das Gesamtpaket von dieser Southern Dragon, was ja am Ende eine Miyoko ist, wenn ich mich nicht täusche, ja, ich glaube, ist eine Miyoko, dann eben jetzt losgelöst, in diese Tarnung gepackt. Und wenn man sich diese Tarnung kauft oder bekommt irgendwie, je nachdem, ob sie ja spielbar sein wird oder kaufbar, dann kann die Miyoko quasi genauso aussehen wie jetzt eine Eastern oder Southern Dragon, je nachdem, was man für ein Paket hat oder eben wie so ein Abschiff.
Ja, und genau andersrum zählt das nämlich jetzt auch. Man kannte nämlich in der Vergangenheit auf den Southern und Eastern Dragon eine Standardtarnung anbringen, sondern nur diese oder gar nichts. Also man konnte quasi keine Tarnung entfernen. Ne? Und jetzt kann man dafür dann eben die verbrauchbaren Tarnungen hier raufpacken. Sieht man hier in dem Bild auch an der Seite, dass das da eben jetzt auch optisch eher wie ein normales Schiff aussehen kann, wenn man jetzt nur die Southern Dragon hat, aber die Miyoko zum Beispiel nicht. Ja? Also das geht jetzt in beide Richtungen. So verstehe ich diese Nachricht und prinzipiell finde ich das auch jedenfalls sehr, sehr gut, weil das, glaube ich, in der Community sehr viel requestet wurde. Ja, und deswegen gehen sie darauf ein. Dann sieht man das optische schöne Design ja öfters jetzt demnächst hoffentlich. So ist es wohl. Ja, optisch finde ich es auch sehr, 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 sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann geht's weiter. Und zwar mit der Änderung bei dem Fadenkreuz. Da wird eine neue Technologie eingesetzt und damit soll das Fadenkreuz sauberer und schöner aussehen. Ich habe hier mal nochmal hochgescrollt über diese Karte Two Brothers. Da ist so ein bisschen so ein Fadenkreuz zu sehen. Wie viel sich da jetzt genau verändert, ehrlich gesagt, wäre ich nicht so wirklich richtig schlau aus diesen Stichpunkten, horizontale Linien werden entfernt teilweise und so weiter. Müssen wir dann einfach sehen. Ich bin auch total überrascht über diese News, weil ich habe es jetzt auch auf dem Patch, also auf dem PTR, habe ich es jetzt auch nicht wirklich gesehen, dass da irgendwo eine Änderung kam. Vielleicht liegt es auch einmal daran, dass man es einfach so als Gewohnheit nimmt irgendwann mittlerweile. Aber es ist sehr interessant, dass wir halt auch da eine neue Technologie nutzen möchten und deshalb werden wir da wahrscheinlich in der Zukunft dann nochmal Änderungen halt herbeisehen. Also auch da vielleicht optische Verbesserungen und Möglichkeiten. Ja. Lass uns überraschen, ne? Das, was mir noch gerade so einfällt, ist, während des U-Boot-Tests, ja, gab es eine andere Art von Fadenkreuz und Zielkreuz. Das sah optisch, die ganze Oberfläche sah ein bisschen anders aus. Ja, ja. Das hat man auch optisch wirklich wahrgenommen, sage ich jetzt einfach mal. Und möglicherweise bereiten sie jetzt den Hintergrund gerade dafür vor, dass wenn die U-Boote auf den Live-Server, wie gesagt, in einem separaten Gefechtsmodus irgendwann mal kommen, dass sie dann diese Technik gleich mit umbauen. Weil ich persönlich fand es da sogar schöner eingesetzt. Ja? Diese Zieloptik sah einfach angenehmer aus, fand ich persönlich. Aber werden wir einfach sehen, das ist jetzt nur so ein Gedankengang, was passieren könnte eventuell. Ja, in diesem Update hier 0810 wird nur ein bisschen an der Technologie im Hintergrund gearbeitet, sage ich jetzt einfach mal, und die Grundlage geschaffen für weitere Änderungen. Und dann geht's weiter. Das ist Technologieänderung. Matchmaker für Koop-Gefechte. Genau. Die werden herausfordernder. Könnte man so sagen. Es wird ab sofort ein 9-9 geben. Also das heißt, man spielt mit 9 Spielern gegen 9 Bots. Sofern dann halt 9 Spieler da sind. Ansonsten wird das natürlich auch wieder weiterhin aufgefüllt. Ja. Aber es wird natürlich extrem spannender. Weil noch ein paar andere Sachen hinzukommen. Und zwar, dass es eine maximale Anzahl von Schiffen der höchsten Stufen, eine minimale Anzahl an Schiffen der niedrigsten Stufen geben. Also das heißt, es gibt halt auch irgendwie keine Koop-Gefechte mit 3 bis 4 Tierstufen Unterschied. Und es ist dann also absolut unmöglich, dass jetzt ein Tier 7er Schiff halt mit Schiffen gegen Tier 10 kämpfen darf. Also da auch da Matchmaking-Verbesserung. Und es wird natürlich dann auch Möglichkeiten oder für mehr Möglichkeiten geben, dort auch ein bisschen was auszuprobieren, weil die Gefechte nicht mehr ganz so schnell vorbei sind, weil nämlich auch die KI besser wird. Mhm. Es ist zumindest so mitzuhören. Ja, ich weiß nicht, ich habe es auf dem PTS gegen Koop nicht ausprobiert, ob das da spürbar war, dass da die Bots ein bisschen härter angefühlt haben. Das steht jetzt hier nämlich nicht dabei. Deswegen ist es da wiederum wichtig, dass da Spieler, die auf dem Testserver unterwegs waren, hier Feedback geben. Und Jens war das. Und deswegen ist das natürlich sehr, sehr passend. Also die Schiffe fahren nicht mal geradeaus in das Cap durch und lassen sich dort regelrecht abballern. Sondern sie verstecken sich dann auch mal ein bisschen und das wird halt auf jeden Fall ein bisschen realistischer. Also, ja. Aber auch jetzt nicht so, dass es halt ein Zufallsgefecht ist, aber sie wird auf jeden Fall ein bisschen spannender werden. Sehr interessant. Was man noch dazu sagen kann, zu diesen Anpassungen, weil es da ja auch um die T10-Schiffe und die T8-Schiffe und so weiter geht, ne? Es war in der Vergangenheit möglich, dass ein T8-Schiff in so einem Koop-Gefecht war und der Rest alles T10-Schiffe waren. Ja. Das wird jetzt in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil jetzt eine minimale Anzahl an den niedrigen Tierstufschiffen gibt, sozusagen. Also man hat dann als Beispiel mindestens 3 T8-Schiffe dabei. Ja, also kann man nicht mehr alleine Low-Tier sein,
sondern es müssen mehrere Low-Tier-Schiffe dabei sein. Und es wird auch kein Gefecht mehr sein, wo, wenn ein T8-Schiff dabei ist, wo halt alles andere dann T10 sind, sondern das wird das halt ein bisschen durchgemixt. Ne? Steht ja jetzt hier auch, genau, dass das dann in Zukunft auch in den Zufallsgefechten so sein soll, dass es mehr gemischte Gefechte gibt und nicht mehr so, dass man halt die Arschkarte hat, wenn man als T8 dann im T10 landet und dann sofort rausgefokust wird und tschüss. Ja, also das finde ich prinzipiell cool und ich finde es auch gut, dass sie das zuerst in Koop testen. Ja, und da kann man nämlich mal so ein bisschen gucken, wie sich das so auswirkt. Finde ich eigentlich ganz angenehm, die Idee. Ja, und dann würde ich sagen... Ausgesetzt natürlich wieder Gefechtsstufe und Wartezeit, aber ja, das... Naja, gut, das wird man dann sehen, ne? Wie sie das dann umsetzen wollen. Oder wie ich glaube, da können wir Vertrauen schenken, weil die letzten Änderungen am Matchmaking waren ja doch, denke ich mal, recht positiv zuträglich gewesen. Ja, auch wenn sie nur, wenn sie nicht in Divis wirken, sondern nur beim Singleplayer, aktuell zumindest. Aber genau. Prinzipiell waren sie zuträglich dem Spielvergnügen. Also bei mir zumindest. Ich habe es deutlich häufiger gehabt, dass ich wieder in ein Gefecht war, wo ich als T8-Schiff auch Top-Tier war, sage ich jetzt einfach mal. Oder nur T8-Schiffe dabei waren oder so eine Sache. Aber lass uns mal weitergehen in Richtung Waffenkammer. Denn da gibt es auch wieder einiges an Änderungen. Zum einen wird die Bliskawiska in die Waffenkammer kommen. Und zwar nicht mehr nur noch für Dublonen, sondern eben für 51.000 Kohle. Es wird, ja, der polnische Zerstörer wird dann unter der Flagge Europas segeln. Das steht hier ja. Und hier wird dann nochmal so ein bisschen aufgeführt, was der jetzt alles für Nachladezeiten und so weiter hat. Da gab es auch einen Buff vor kurzer Zeit, ne? Also die Nachladezeit der Hauptgeschütze wurde verändert. Ist vielleicht nochmal so eine Idee, wenn ihr die noch nicht habt und keine Dublonen ausgeben wollt, sind 51.000 Kohle, ich glaube, jetzt nicht so schlecht angelegt. Aber ich glaube, ich würde es mir wahrscheinlich doch eher mit Dublonen holen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die 51.000 Kohle kann ich dann lieber in jemand anders investieren. Da haben wir uns im Vorfeld schon drüber unterhalten. Nikolai Kuznetsov nämlich, der auch ganz schön teuer wird, wenn man ihn nicht erspielt hat. 175.000 Kohle muss man hier dafür hinblättern, um allerdings, muss man auch sagen, einen Kapitän zu erhalten, der echter Hammer ist. Ja? Ja. Also das muss man ganz klar sagen. Und der ist ja einsetzbar auf sehr, sehr vielen Schiffen. Darf man auch nicht vergessen. Ja? Ich weiß, dass jetzt viele sagen würden, oh, das kostet ja so viel wie, keine Ahnung, das und das Schiff und da hole ich mir lieber ein Schiff für. Man muss hier sehen, dass man so ein bisschen auch die Wertigkeit einschätzen muss. Viele Spieler haben damals im Update 084 und 085 war das, als die russischen Schlachtschiffe reinkamen, halt zum Teil halt Geld für diese Container ausgegeben. Das muss man einfach auch von Wargaming her mit im Hinterkopf behalten. Ne? Wenn man jetzt die Sachen für 50.000 Kohle rausgibt, ja, dann verstößt man die Spieler, die dafür Geld ausgegeben haben und damit das Spiel auch finanziert haben. Ja, muss man auch sagen. Und Kohle ist am Ende eine Ressource, die frei verfügbar ist im Spiel. Die kann man sich erspielen. Jeden Tag. Und theoretisch ist es möglich, 175.000 Kohle innerhalb von 2 bis 3 Monaten zu farmen. Und das lohnt sich leider halt auch wenn ich natürlich sagen würde, ich würde den auch für 10 Kohle nehmen. Aber ja, ich habe ihn damals sicher gespielt. Ich brauche ihn, ich will ihn, weil er einfach gut ist. Und ich finde es vor allen Dingen sehr gut von Wargaming, dass sie das Versprechen wahrmachen, dass dieser Kapitän wieder verfügbar ist. Und gut, es bleibt jedem überlassen, halt, ob die Einschätzung dann da ist, ob er sich das halt... Er spielt, er farmt, wie auch immer. Aber er ist da. Und das ist erstmal das Wichtigste. Das Wichtigste ist erstmal, dass er da ist, genau. Und jetzt kommen ja auch, ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, Ausblick für das Update 0811 haben wir ja auch schon auf dem Kanal. Also wenn euch 0810 jetzt nicht so anspricht, dann könnt ihr sogar da nochmal vorausschauen, was gibt es zu Weihnachten. Und da haben ja Wargaming schon wieder Sachen für Kohle vorbereitet. Also mit euren T5 bis T7 Schiffen könnt ihr da ja Kohle farmen. Und das ist dann auch schon eine ganze Menge, die da möglich sind. Aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, ich persönlich finde es auch gut, dass er jetzt ja verfügbar wird. Das ist der erste historische Kapitän, der dann in der Waffenkammer zu holen sein wird. Und mein Bauchgefühl sagt mir, ja, ich weiß da nichts Konkretes, aber mein Bauchgefühl sagt mir, ich glaube, das ist der erste Versuch. Und wie es bei euch aufgenommen wird. Und wenn er positiv ist, könnte ich mir vorstellen, dass Wargaming überlegt dann halt auch den Halsey, den Yamamoto und so weiter hier in die Waffenkammer über kurz oder lang eben reinzubringen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, ist halt noch über die Bäume noch zu spielen. Aber wie gesagt, wir kriegen ja nicht nur diesen Kapitän, ne, sondern wir kriegen ja auch nochmal panasiatische Kapitäne auch nochmal in die Waffenkammer rein. Ne? Ja, genau. Die sind für den Standardpreis wieder da. Der Kuang Rong und der Dang Rong. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, aber da gibt es wieder einen Kapitän, der wieder für 35.000 Kohle, also einen Standardpreis, oder halt einen Kapitän für 1.500 Dublonen zu erkaufen sind. Ja, das sind also,
sind wieder die beiden Brüder halt, ne? Beides die gleichen Fähigkeiten und sind halt keine historischen Kapitäne, also nicht mit irgendwelchen Talenten, ja, so wie jetzt hier zum Beispiel der Nikolai Kuznetsov, sondern der hat hier nur, die haben hier nur verbesserte, zwei verbesserte Fähigkeiten. Genau. Also Sprengmeister und Experte der Überlebensfähigkeit, das ist halt ein Ticken besser als bei anderen Kapitänen, aber dafür halt nichts, wenn man jetzt irgendeine Errungenschaft in dem Gefecht erreicht hat, dass man dann nochmal einen Bonus bekommt. Das sind, ist bei denen hier eben nicht so. Ja. Aber wieder, auch wieder lohnenswerte Kapitäne dafür, die ja panasiatischen Zerstörer zum Beispiel. Ja, genau. Aber schön. Oder für die haben wir noch gefehlt, ne? Oder für die Irian zum Teil. Ne? Sprengmeister? Oh ja. Ja, der könnte oh, ja. richtig auf der Irian richtig doll helfen. Gut, dann geht's aber weiter und das hatten wir vorhin schon mal kurz angeschnitten. Die Gefechtswirtschaft wird geändert. Was ist Gefechtswirtschaft nochmal? Ja, das ist eben das, wie ihr das Ganze bekommt, ne? Für eure Taten in Gefechten, Kohle und EP. Ja, und da wird sich bei den Flugzeugträgern dramatisch etwas ändern. Das wird viele Sachen, viele von euch freuen und einige vielleicht auch ärgern. Fangen wir mal oben an. T10 Flugzeugträger. Die durchschnittlich verdienten EP werden um 5% gesenkt, ja, und die durchschnittlich verdienten Creditpunkte um 5% erhöht, aber nur mit der Midway. Mit der Hakurio und mit der Audacious werden die durchschnittlich verdienten EP um 10% gesenkt. Ja, also durchschnittlich, das ist halt ziemlich schwierig jetzt zu umschreiben. Da hängt ja viel von ab, ne? Für bestimmte Fähigkeiten zum Cappen mit einem Flugzeugträger oder so, wird man sicherlich immer noch sehr, sehr viel EP bekommen. Ja, aber für andere Sachen eben einen Ticken weniger, zum Beispiel für Aufklären. Ja, könnt ihr mir jedenfalls so vorstellen. Und das macht im Durchschnitt dann eben 10% aus. Ja, Hakurio und Audacious sind da halt ein bisschen jetzt ein Nachteil. Dann geht es aber nochmal weiter. Es gibt noch zwei weitere Punkte und die dürfen wir jetzt nicht mixen mit den oberen Punkten. Denn alle Flugzeugträger der Tierstufe 8 bekommen 10% weniger durchschnittliche EP in verlorenen Gefechten. Und auf T10 sind sogar 15% weniger EP in verlorenen Gefechten, aber nur. Ja? Genau. Also prinzipiell, Audacious, Hakurio und Midway bekommen weniger EP, ja, und in verlorenen Gefechten nochmal weniger EP. Ja, so müsste man das eigentlich ausdrücken. Ne? Und am Ende reagiert. Ja, du erst. Man reagiert darauf, dass die letzten, also viele Leute, die es ja auch selber gespielt haben, haben es ja gemerkt, man verliert das Gefecht im gewerteten Gefecht und der Flugzeugträger lebt eine lange Zeit, weil er ja natürlich auch ein bisschen weiter weg steht als alle anderen Schiffe und ja, dann war es halt relativ sicher, dass er dann halt die letzten 2-3 Minuten, während alle schon tot waren, noch irgendwelche Punkte gefarmt haben, durch Schaden, durch Aufklärung, durch Sonstiges. Und man reagiert jetzt darauf, dass es halt jetzt nicht mehr ganz so leicht ist, dann halt auch den Stern zu behalten und dann dementsprechend auch die EMP-Anpassung. Und ich denke mal, die Veränderung wird man halt auch eher in den gewerteten Gefechten sehen, als im normalen Zufallsgefecht. Mhm, glaube ich auch. Ja, dass es da am meisten zu merken ist. Gut, dann gibt es nochmal neue Inhalte und Änderungen. Da kommen wir dann auch zu dem Thema, was euch dann hier ganz besonders freuen wird. Seitdem ich jetzt hier die Kontributoreninhalte zeigen darf, gibt es natürlich dann auch wieder Highlights im November sozusagen. Aber wir wollen mal zuerst hier nochmal ganz kurz drauf eingehen. Es wird die neuen Auszeichnungen für die Regina Marina geben. Das sind dann hier wieder diese Regina Marina Wappen, die man eben bekommt, wenn man das Gefecht gewinnt und in den Top 3 der EP-Verdiener ist. Und wenn man davon genug Siege hat, also 50, 100, 150 und so weiter, das wird dann erstmal, bei 50 wird es wahrscheinlich dieses Symbol sein, bei 75 dann eben das und das steigert sich dann. Ihr kennt das von den anderen Nationen, da ist das schon genauso. So sehen die Dinger aus, sieht mega aus, wie ich persönlich finde, diese Symbolik. Und ja, dann geht es nochmal weiter, geht hier mit den Tarnungen für die Bliskaviska, da wird es einen Wettbewerb wahrscheinlich geben, wo ihr diese Tarnung bekommen könnt, wenn ihr etwas Bestimmtes macht, ja. Das ist irgendwie ein Designwettbewerb gewesen vom North America Server und das ist dann die Tarnung, die gewonnen hat und die könnt ihr euch dann irgendwie bald erspielen. Details dazu gibt es im Portal. Genau, und man feiert auch den zweiten Jahrestag, ne? Das ja. World of Warships auf Steam ist, also von daher. Da gibt es nochmal so ein Geburtstagskuchen. Wird es wahrscheinlich auch nicht nur für Steam-Spieler die Möglichkeit geben, da was zu erlangen. Möglicherweise, genau. Ist so ein Fingerzeig, ne? Man feiert immer gemeinsam. So ist es. Inhalte für Black Friday hinzugefügt ist der nächste Punkt. Scharnhorst B, Sims B, Alaska B und Graf Zeppelin B. Das sind natürlich dann diese Schiffe, die wieder eine Black-Tarnung haben. Aber es gibt auch neue Sachen für die Schiffe vom letzten Jahr. Das war dann sowas wie Artago, Massachusetts, Tirpitz und irgendwas war noch. Und da kommen nämlich dann
auch noch Sachen wie Gedenkflaggen, Kapitäne, Abzeichen und Hintergründe. Dazu, wie ihr die dann bekommen könnt, wird dann auch da im Portal veröffentlicht werden. Werden wir dann ja sehen, also rund um Black Friday wird es da wahrscheinlich dann Nachrichten zu geben. Die findet ihr dann natürlich auch wieder bei uns auf der Facebook-Seite oder im Community-Reiter hier auf dem YouTube-Kanal. Black Friday ist am 29., ne? Ja, 29. November. So ist es. Bye, bye, bye. Ja, vielleicht an den Donnerstag davor. Genau. Müssen wir mal schauen. Die Black-Tarnung sehen Hammer aus und ja, wer das Schiff vielleicht sogar noch gar nicht hat. Ist es bei uns. Ja, genau so ist es. So, und dann geht's weiter. Folgende Schiffe gehen in die Tests für Entwickler, Supertester und ja, Community-Kontributoren. Ihr könnt euch freuen auf die britischen schweren Kreuzer. Ihr habt in der letzten Zeit in den Livestreams und auch unter Videos schon häufig gefragt, wann kommen die, wann können wir die sehen und so weiter. Jetzt ist es soweit. Also ab Montag, den wahrscheinlich 18. November. Reines Bauchgefühl, keine Ankündigung, sondern einfach nur so aus meinem Gefühl heraus würde ich sagen, ab dem 18. November stehen sie mir dann wirklich zur Verfügung. Das heißt, am Dienstag, den 19. November, werdet ihr sie im Livestream sehen. Und ja, da ist dann auch nicht nur der britische Kreuzer dabei, der britische schwere Kreuzer, sondern eben auch die Odin. T8 Schlachtschiff der Deutschen und die Siliwangi, T8 Zerstörer der Panasiaten, die wir dann da mal testen dürfen und ein bisschen zeigen dürfen und wir dann auch gerne wieder, wie wir jetzt auch letzten Monat gemacht haben, zusammen ein bisschen im Livestream verschiedene Builds ausprobieren, verschiedene Gedanken uns dazu machen, uns austauschen über den Chat. Da freue ich mich schon ganz besonders wieder drauf. Und ja, dann gibt es noch ein paar kleine Änderungen, die man aber hier nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, denn auf zwei, drei Änderungen möchte ich schon genau eingehen, weil das ist in der Vergangenheit oder das hat euch in der Vergangenheit vielleicht geärgert und wird jetzt abgestellt oder den einen oder anderen wird es vielleicht ärgern, dass er jetzt die Tarnung woanders eingesetzt hat. Ja, und zwar geht es um die Tarnung Infernal, die man sich halt über die Kisten zum Thema Schmutzfarm erspielen konnte. Da war ausdrücklich die Meldung, dass man sie nicht auf den Cossack einsetzen darf. Das haben sie jetzt leider geändert. Für manche leider, weil sie schon irgendwo anders benutzt wird. Für andere gut, weil sie noch nicht verbraucht haben. Aber die Tarnung Infernal ist ab sofort dann mit Donnerstag mit dem Patch auf der Cossack anzubringen. Genau, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist die Flakbewaffnungsmodifikation 1. Auf Schiffen ohne Langstreckenflugabwehr wird die Flakbewaffnungsmodifikation 1 nicht mehr anbringbar sein. Alle, die es jetzt angebracht haben, bekommen das kostenlos ausgebaut, dieses Modul und in Inventar untergebracht. Warum macht man das? Nämlich aus dem einfachen Grund, die Flugbewaffnungsmodifikation 1 gibt einem zwei Explosionen mehr. Ja? Aber Explosionen gibt es ja nur noch in der Langstreckenflugabwehr und nicht mehr in der Mittel- und Kurzstrecke. Und deswegen ist es nur folgerichtig, dass die eben ausgebaut wird und man sich nicht umsonst diesen Slot belegt, obwohl er eben gar nichts nützt. Im einfachsten Punkt mal ausgedrückt sozusagen. Ne? Dann gibt es Änderungen in der Waffenkammer. Und zwar die Abschnittnamen werden verändert. Willst du dazu nochmal was sagen, Jens? Ja, und zwar, wir hatten jetzt ja oben die Reiter gehabt mit den ganzen Schiffen und da wird es eine Unterteilung stattfinden. Und zwar gibt es dann halt die Schiffe, die man sich für Kohle und aber auch für Dublonen erkaufen kann. Da wird es halt ein bisschen übersichtlicher. Ja, es wird deutlicher benannt, was dahinter eben steckt, ne? Sage ich jetzt einfach mal. Das war einfach. Man hat ja um den Reiter den Filter, den man ja einsetzen kann und dementsprechend wird es ja auch übersichtlicher, das meine ich damit. Aber da wird es dann halt diese Änderung und diese Deutlichkeit dann nochmal geben. Und was wie gesagt, die ist ja auch mittlerweile ziemlich gut gefüllt. Und wie gesagt, auch da wieder eine optische Verbesserung und Einfachheit reinzubringen. Genau. Finde ich eine sehr, sehr gute Änderung. Und dann haben wir noch eine letzte Meldung. Genau. Eine Yard-Spieler. Aufgepasst. So ist es. Fehler behoben, bei dem die Kasematten und Zitadellenpanzerung Querschiffs auf der Bayard doppelt gezählt wurde. Das heißt, ihr hattet doppelt so viel Panzerung im Querschnitt. Also Querschiffs heißt ja, ihr guckt von der Seite drauf und die Kasematte ist ja über der Zitadelle und da genau die Schnittmenge quasi vom Boden der Kasematte zur Decke der Zitadelle. Da wurde anscheinend die Panzerung irgendwie doppelt gezählt. Wie genau das da ja interagiert hat, ja, ist schwer genau zu bezeichnen. Das muss ja eine Granate gewesen sein, die dann wirklich relativ steil durch die Kasematte, durch die Deck durchgeflogen ist. Dann hatte die sogar sinngemäß eine doppelte Panzerung zu überwinden und wurde dadurch vielleicht scharf. Ja, könnte man ja auch sagen, ne, weil bestimmte Granaten ja bestimmte Panzerungsdicken brauchen, um überhaupt scharf zu werden. So kann man es aussehen, ja. Ja, es kann also auch ein Vorteil sein, durchaus, wenn man von der Kreml penetriert wird, ja.
oder von der Yamato. Aber es kann eben jetzt auch dazu führen, dass es eher wieder mal funktioniert. Zum Beispiel mit irgendwelchen AP-Bomben von anderen Schiffen, also anderen Flugzeugen, meine ich, Flugzeugträgern. Ja, dass die deswegen jetzt eher wieder in der Zitadelle explodieren, anstatt eben oben in der Kasematte zu explodieren, weil die Panzerung da unter zu dick ist oder wie auch immer. Also, ja, das sind die vier Punkte, die wir für euch aus diesen Reiter andere Änderungen und Verbesserungen nochmal herausheben wollten, weil die für uns ja besonders wichtig waren. Dann gibt es natürlich weitere Sachen, Kameraänderungen und so einen ganzen Kram. Das müsst ihr euch dann aber selber durchlesen. Ihr seht, hier sind ein paar Punkte. Ja. Schaut einfach nochmal in den Artikel dann vorbei. Ich werde euch, wie gesagt, ein paar Videos, die wir jetzt hier auch benannt haben, nochmal verlinken, wo ihr euch dann nochmal dediziert zum Kapitän oder zur Sammlung oder zu den Grafikänderungen das Video anschauen könnt. Da noch Work in Progress. Jetzt ist es angekündigt, also wäre es dann ja nicht mehr Work in Progress, aber ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir hoffen eigentlich beide, dass euch das Video wieder die nötigen Informationen gebracht hat, die ihr vorher noch nicht hattet oder die ihr extra in Videoform haben wolltet. Wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr oder wir beide uns hier natürlich sehr, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo für den Kanal und die Glocke nicht vergessen, damit ihr kein neues Video verpassen solltet oder eben auch beim Livestream dabei sein könnt. Ja, immer dienstags, samstags, 20.15 Uhr. Heute den Dienstag, den 12.11. findet kein Livestream statt, das muss ich ganz klar sagen. Da bin nämlich gleich wieder weg sozusagen. Mach nur das Video fertig, lade es hoch für euch und bin dann wieder aus dem Haus. Ich sage danke, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Uwe würdig zu vertreten. Und, ich hoffe, ich habe es ansatzweise geschafft. Das werden wir dann in den Kommentaren lesen. aber gib ja bitte in dem Video keinen Daumen runter, ne, sondern ja, also nicht für mich. Ne? Konstruktive Kritik ist hier immer erwünscht, ohne Frage. Und mit ein bisschen Übung wird das dann sicherlich nochmal ein bisschen besser. Aber man muss sich ja einspielen mit der Zeit. Ne? Okay. Und dann, denkst an den Patch Downloadern, 2,3 GB übers Gaming Center geht's wieder. So ist es. Und Donnerstag sehen wir uns. So, am 14. November nämlich. Genau, im Patch 0810 sind wir dann nämlich live. Wir werden am Donnerstag, den 14. November um 20.15 Uhr für euch das Update 0810 willkommen heißen. Also seid bereit, seid dabei, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. In dem Sinne, einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video gerade schaut. Bis zum nächsten Mal, euer Seekrotz-Team. Euer Andi und euer Jens. Ciao. Ciao, ciao.